Moin zusammen, wir sind's wieder, der Michi und der Harm. Und heute spielen wir wieder The Hunter of Timbercold 12. Ich muss noch immer auf den Zettel gucken. Ich glaube, wir gehen mal runter, wa? Ja, hier hat gerade ein Hirsch gecallt. Wir sind hier kurz vom Feuerwachturm hier, wo wir hoch wollen. Der kommt von unten hoch oder durch die Kurve, ne? Ja, da müsste er quasi jetzt hier quasi gegenüber rauskommen. Aber wir können auch Meist mit. kommen die dann von der Seite. Ich kenne die Dinger. Ja, wir gehen ein paar Meter zurück. So ungefähr. Welch eleganter langer Gang. Oder man könnte auch dazu den großen Baum dahin gehen. Geradeaus da. Ja, ich würde mal sagen, so kommt er sicher als hinter dem alten Baum weg. Sowieso, wenn wir noch mal callen, vielleicht. Mal gucken, ob ich den Punkt so treffe. Ne, ich denke mal nicht. Komplett daneben. Ach, da, so kommt er weg, sagst du. Da ungefähr, ja. Weiß, wie schnell der unterwegs ist. Ja, am Baum sind, dass der da auch schon irgendwo ist gleich. Ah, theoretisch müssen wir den ja jetzt mit. Entweder du mit der Armbrust, du bist ja so oder so dran. Da ist er schon wieder. Der kommt jetzt von geradeaus. Genau bei da, wo der Baum ist. Ja, das ist immer so. Ich leg mich mal flach auf den Boden. Ach, Gott, was hab ich da denn? Wie weit ist der Baum weg? Ich muss ja noch ein Ding sagen, dass ich überhaupt weiß. Der Baum ist weg. 16 Meter bei mir. Wow. Jetzt robben wir noch ein paar Meter zurück, dann haben wir 20 Meter. Ja, kein Thema. Der Avatar hat ja auch einen Rückwärtsgang. Der Harm, der dreht sich dann um und krabbelt vorwärts, aber. Mit an den Bauchnabel auf. Guck mal, das passt sogar. Genau 20 Meter zum Baum. Ups, genau. Das ist Augenmaß, nennt man sowas. Sag jetzt nichts Falsches. Wurdest du angeschossen? Ach nee, das ist. Nee, da steht was. Das Schrift ist, also ich wollte gerade sagen. Das ist ein roter Fleck ist auf der Seite. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt. So. Noch über 30 Meter, man hat noch nichts. Ach, der wandert nicht noch weiter ab nach. Ja, ich hoffe mal auch, dass er nicht gleich von links neben uns steht. Weil so weit war er nämlich nicht weg. Hätte ich schon da beim Baum sein müssen. Hat er uns schon wieder vergessen? Ich wollte gerade sagen, fliegen wir noch mal nach. Ich hoffe ja mal nicht. Jetzt sind die Felsen weg. 6 Meter. Oh. Oh, da ist er wieder. Er kommt noch von aus der Richtung da. Der ist stehen geblieben. Ja, hoffentlich hängt er dann nirgends. Nee.
stehen geblieben ist er nicht. Ich denke mal, der wird da wohl gleich irgendwo auftauchen. Ja, Jagen ist eine Tugend der Geduld, ne? Auch ich mache da oft so Ansitzjagden. Kann man schön Papierkram machen am Schreibtisch und wenn es dann callt, dann. Das erzähl du mal, Jäger. Du musst deinen Schreibtisch mit im Wald nehmen. Kann ja einen Laptop mitnehmen oder ein Pad. Je nachdem, wie die Verbindung dann ist. Ne? Laptop. Besser so sein. Ich meine, jetzt könnte hier sich aber auch mal ein bisschen Mühe geben. Ich weiß gar nicht, was so eine Minute Sendezeit kostet. Ach Quatsch, das will ich da damit. Oh, Leute. Was hatte ich schon mal? Da wollte ich hingehen und nachgucken, wo er bleibt oder ein Galoppel, Galoppel. Dahinlaufen brauchst du da jetzt nicht. Das ist den größten Fehler, den du das machen kannst. Das klingt jetzt aber dicht. Der müsste jetzt irgendwo schon auf der Straße stehen. Der kommt jetzt aus Richtung Felsen. Nee, bei mir nicht. Ich höre den Kollegen. Meine ich. Ah, es hört das auf zu regnen. Ich glaube, der ist hinterm Felsen. Das ist doch immer so, da kommen die auch mal von der Seite. Dann nehmen wir den Armbrust doch schon mal in der Hand. Da beim Baum auf der Straße. Meter. 21 Meter. 20. 18. Ah. Nein. Doch. Ich erwarte jetzt, dass das ein Herzschuss ist. Aber wenn es ein Herzschuss, dann wäre er tot. Wenn das ein Herzschuss wäre, ja, dann wird er hier liegen, ja. Körper. Oh Mann. Flüchtend. Noch flüchtender. Sicher wieder genau da, woher gekommen ist, haben wir wieder zwei Pferden nebeneinander. Oh, hier sind schon mal genug. In 1 bis 25 Minuten, da geht schon los. Scheiße. Flüchtend. Ich nehme den nochmal im Dient. Da ist die Flüchtende. Dient. Achso, ich kann das einfach nicht auf 20 Meter. Das will ich nicht. Ja. Ich glaube, ich werde mal einen Rekord aufstellen mit der Armbrust 200 Meter. Jetzt Schuss.
Du willst das fertig bringen, ja. Und dann zum Vergleich schießt du 1 auf 10 Meter. Das hatten wir damals schon mit dem einen Rentier dahin. Ja, eben so. Bei dem Felsen, ne? Der erste Treffer war 8 Meter Körper und dann 61 Meter oder 64 Meter Herzlunge. Ja, das ist eine ziehende Spur hier. Wohl Ambus ist mal lohnt. Ich habe ja schon mal mit einer richtigen Ambus geschossen. Bogensportverein. Ne, das ist ziehend hier. Das, das ist falsch. Ja, liebes Feuerwachtürmchen. Ups, wir kommen gleich nochmal wieder. Drei Folgen später. Eigentlich, da unten ist noch was. Da habe ich irgendwo was schon mal sehen. Hier irgendwo? Oder habe ich Halluzinationen? Nee, nee. Noch, ja. Noch hast du keine Halluzi. Flüchten, ja. Gott, jetzt gehen wir wieder entgegengesetzt. Ja, von dann sind wir gekommen. Genau. Du kannst ja schon vorgehen und deinen Leuten das sagen, ich komme dann drei Folgen später. Ja, und ich glaube, wenn wir so weit laufen, sind wir gleich wieder am See. Aber mit der Armbrust, du hast ihn doch bestimmt mittig vorne in die Brust, oder? Ja. Und dann nur Körpertreffer mit der Armbrust. Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ah, hier sind ja zwei Punkte. Zwei Spuren, drei Spuren. Dann besteht die Chance, dass er langsam mal wieder. Ja. Da hinten liegt. Kreis. Kann nicht mehr was sein. Hier ist wieder ziehend. Aber jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir ihn wieder aufschrecken. Die Hufe gehen in entgegengesetzte Richtung, also ist das die falsche. Ich glaube, kann sein, dass er da schon liegt. Oder sind das nur Spuren? Körper? Doch nicht, das sind Felsen, waren das. Ziehend. Der ist ziehend in der Richtung, das kann schon wieder sein. Kleiner Kreis. Ich gehe mal, Körper. Ich gehe mal hier auf den Felsen. Guter Gedanke. Wenn es dann geht. Ich glaube, da läuft er. Wo? Geradeaus. Da
hinten ist der nächste Punkt. Da ist er. Das sind. Jetzt ist er hinterm Baum, der Hund. 30 Meter, der kommt fast wieder irgendwas. Jetzt ist er bei mir hinterm Dings. Das war also. Also, ich gehe mal von aus, weil er aus der Richtung bekommt. Das ist 28 Meter. Wenn das mal jetzt der richtige war. Halt nicht runter, so. Ich habe da ein ganz seltsames Gefühl. Nee, von den Spuren her passt das. Das kommt schon hin. Das wäre jetzt natürlich ein Hammer, ne? Ja. Wiederkörper. Ja gut, aber du hast ihn jetzt zweimal getroffen, also soweit. Selbst mit einem Körpertreffer sollte er nicht mehr laufen. Ja, spätestens an der Blutergiftung musst du doch sterben. Giftung. Oh, geiler Ausblick da vorne. Auf Satan. Ein Bulle. Wille? Bulle. Bulle. Hoch habe ich nicht gehört. Papiti, Bulle. Die klingen hier anders als die Rußwert-Papitis. Auch im anderen Dialekt, ne? Meinst, die haben Dialekt? Ja. Voraus auf der Straße ist ja. So, flüchtend. Oh, da ist er. Ja, da halt aber meine Fährte hier. Ui. Was bringt der hier wieder unsere Freunde? Freie Sicht. Ja, wir könnten, wenn freie Sicht hast und der aus. Ich weiß das nicht, aus welcher Richtung der kommt, dann. Meine Fährte. Das ist letztendlich ja egal. Ne? Man hat meine Fährte ist da hinten. Geradeaus nach unten hin, ja. Vielleicht bringt er noch ein paar Mädels mit. Jo, wäre ja mal eine Maßnahme, ne? Also liegen tut er da unten noch nicht. Aber schaut euch mal den Ausblick an. Ja. Da hätten sieht aus, als wenn es mal ein Vulkan war. Ich wollte gerade sagen Vesuv, aber der war in Italien. Ne? Vesuv, Rocky Mountains? Weiß ich auch gar nicht. Yellowstone höchstens. Wieso? Ist das nicht Italien da oben? Ja, sag ich doch, mein ich ja.
hoffen, dass er hier schon tot ist. Das ist ja nur. Ich gehe da mal von aus. Doppel Call nochmal. Ja. Oder auch nicht, da ist er. Da callt er nochmal. Oder war das ein anderer? Hab ich jetzt gar nicht so schnell drauf geachtet. Weiß nicht, ob auch. Andere Seite von der Straße ist ja. Mhm. Ja, man muss noch ein bisschen. Jetzt ist er auf der Straße, knapp drüber weg. Ich glaube, das sind zwei, ne? Naja, mal abwarten. Ungefähr die Richtung. Was sagt man? Neues Fernglas. Ups. Ja, mit dem Zoom ist ein bisschen. Muss man mit Vorsicht genießen. Nee, die hantiert Pratze da auch nicht mit. Nicht auch. Mit oben weiß ich nicht. Mhm. Aber du kannst den mit dem Mausrad kannst du den hin und her ranzoomen, wegzoomen oder mit dem Bild auf und Bild ab. Achso. Der Vorteil hieran ist ja, du kannst schon auf größere Entfernung kannst die schon spotten, ne? Ja, ich glaube, in dieser Folge wird das nichts mehr. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir die Kollegen schießen, dann schaut doch bitte den nächsten Teil an. Bis dahin. Danke. Tschüss.